Halt! Nur im Schneckentempo durchs Christianental. Immer wieder müssen sich Besucher des Tierparks über Fahrzeuge ärgern, die zu schnell zur Gaststätte fahren. Das bedeutet nicht nur eine Belästigung durch die Raser, sondern auch eine Gefahr für die vielen kleinen Tiere, die hier frei leben. Tore und Poller erwiesen sich in der Vergangenheit als uneffektiv. Ärger war vorprogrammiert. Mitglieder des Wildpark-Fördervereins kamen ins Gespräch mit Elke Kühn, einer Betreuerin des Kinderateliers Wernigerode. Und die hatte eine gute Idee. War eigentlich davon begeistert und hat diese Begeisterung den Kindern, Kinder von 5 bis 10 Jahren, rübergebracht. Wir haben uns dann auf das Thema Tiere, Kleintiere festgelegt und dann haben die begeistert angefangen zu arbeiten. Die ganze Initiative ist noch nicht alt. Wir haben also vielleicht ein halbes Jahr daran gearbeitet und wie Sie sehen, sind ja, sagen wir mal 20, 30 Arbeiten dabei rausgekommen und ich glaube, sie sind ganz schön geworden, jedenfalls so schön, dass also auch das Umweltministerium in Magdeburg daran interessiert ist und die Arbeiten ausstellen will. Und eine Vertreterin des Umweltministeriums war bereits bei der Ausstellungseröffnung anwesend. Mit euren Bildern dazu beizutragen, dass vielleicht nicht nur im Christianenthal die Autofahrer ein bisschen langsamer fahren und auf die Frösche und auf die Igel und auf alle anderen Tiere achten, weil ihr euch da noch dran erfreuen wollt und wir auch. Und es ist so schön für die Menschen im Ministerium, die immer nur in Akten und Schreibmaschinen und Computern zu tun haben, mal so wunderbar bunte Bilder zu sehen und eine so schöne Aktion zu erleben und zu sehen, dass ihr euch auch für unsere Umwelt engagiert. Herzlichen Dank dafür. Viel Spaß weiterhin bei der Arbeit, immer wieder neue Ideen, auch den Betreuerinnen. Und vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, dass wir die Ausstellung ins Ministerium holen. Die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Und was dabei entstand, kann auf den Plakaten in der Remise bewundert werden. Der Kultur- und Kunstverein hatte ihnen dafür den Raum zur Verfügung gestellt. Die kleinen Künstler sind stolz auf ihre Werke. Weil Frösche sehr langsam über die Straße watscheln und viele überfahren werden. Eine Schnecke habe ich gemalt, weil die Autofahrer langsamer im Christiantal fahren sollen. Plakatgestaltung ist nur eine Aktion des Kinderateliers, das jeden Dienstag in der Wernigeröder Sekundarschule Burgbreite für die Kinder seine Türen öffnet. Eigentlich stellen wir nur das Material zur Verfügung und versuchen es möglichst, sie frei arbeiten zu lassen, ganz aus der Fantasie. Es wird also kaum korrigiert und es wird nicht in dem Sinne zeichnen oder malen gelehrt, sondern bei so kleinen lässt man sie aus der Fantasie arbeiten, kindgerecht. Vorschläge waren lediglich auf die Tiere bezogen, nicht? Wir haben vorgegeben, Igel oder Schnecke, Hirsch oder Frosch, und so ging das los, ja. Und dann legen die ja selbst los und man selbst hilft mal, indem man sagt, wir könnten das mal kollagieren oder wir können das mit Plakatfarben machen oder wir können das auch ganz einfach machen. So das Titelbild vom Schneckentempo hat die Jüngste gemacht. Mit 5 Jahren. Der Wildpark Christianenthal, ein geschütztes Zuhause für einheimische Tiere, lockt zu jeder Jahreszeit die Besucher an. 400 Tiere von 30 verschiedenen Arten machen den Reiz dieser Einrichtung aus. Wenn es wärmer wird, sollen die Plakate der Kinder hier aufgehängt werden, um auch die Autofahrer mit Sonderdurchfahrtsgenehmigung zum bewusst langsamen Fahren zu animieren.
Die Plakate werden im Frühjahr, wenn das Wetter offen ist, in der Hauptstraße des Wildparks angebracht, eben in der Absicht, den Verkehr zu beruhigen, und werden an den dort positionierten Laternen aufgehängt. Die Plakate werden ihre Wirkung einer freundlichen Ermahnung sicherlich nicht verfehlen und auf jeden Fall zum Schmunzeln anregen.